So, dann fahren wir zurück und dann wird eine Hochführung gemacht. Bring da gleich den ersten Baum mit. Und dann fahren wir zu dir nochmal. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass ich die Felder nicht abgeerntet habe, fällt mir gerade ein. So. Ich sage, Kerstle will, dass ich groß und besitze. Na gut. Bin am Weg. Ich glaube, ich muss da neben Straße fahren. Ich weiß schon, wie ich fahre. Ich hoffe, mir kommt der Schaufelbagger nicht entgegen, Alter. Warum? Mit den Bäumen, die ich da gelangt habe. Und ich sag, irgendwann jump ich mit dem Traktor worüber, Alter. Das ist so einladend jedes Mal. Uah. Falls du das Video noch nicht angeschaut hast, siehst du gleich den ersten Baum, wie der wieder ausschaut. Welches Video? Ich habe auf Discord Video geschickt. Achso, hast du auch nicht noch gesehen. Eine Viertelstunde Baum bearbeiten. Massakriert habe ich ihn. Sag mir dann, wenn du da bist. Ich sehe den Hof schon von der Weite. Ich komme aber querfeld ein. Hören durch dich auch schon. Bitte? Hören durch dich auch schon. Ja, du schaust doch in die richtige Richtung. Ah, jetzt sehe ich dich auch leicht. Ah, da sehe ich dich schon. So, Ladies and Gentlemen, iEndic hat den Hof hier gebaut, neu gebaut. Und ich bekomme jetzt eine exklusive Hofführung. Servus. Tag. So, willkommen zu meinem Hof, ja. Der Kuh, Metze Hof.
Fangen wir an. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Markt. Den Farmers Markt. Hier werden heimische Produkte und biologisch verkauft. Gut. Aber nicht wirklich, sondern... Oh, man kann hier verkaufen. Also man kann da verkaufen. Hm? Okay. Ja, auf der linken Seite sind sie die Werkstatt und eher meine... ich habe es jetzt einmal Aussortierungsgalerie genannt. Hier werden die ganzen Fahrzeuge, die ich nicht mehr brauche, oder Geräte. Oldtimer. Ja. Oder was ich halt nicht mehr benutzt, aber reingestellt. Ja. Hier sehen wir das Silo. Eine Pharma-GTA-Garage. Genau. Hier sehen wir das Silo. Ist momentan nur Dünger und Futter drin. Ah, das hat zwei Anfahrtsdinger. Eins zum Abladen und eins zum... Doch. Ah ja, genau, da ist das Hörl. Ja. Ja, da sehen wir mein Haus. Ich spawne jetzt eben immer hier. Ah, cool. Das ist... Die Garage geht auf? Ja. Aber wir haben noch kein Auto. Könntest du einen Lieferwagen dabei reinstellen? Ich glaube, das geht sich nicht aus von der Höhe. Man könnte sich vielleicht ausgehen, aber... Ja. Fangen wir weiter an. Machen wir die Runde einfach. Hier in der mittleren Halle, das ist die Gerätehalle, kommen die ganzen Geräte hin. Ja, Anhänger, Geräte... Was halt nicht in Benutzung dabei ist und nicht aktiv im Feld ist. Diese hier ist halb Gerät und ist dann eher für die Fütterungssachen der Kühe gedacht, als Lagerung der Ballen und... Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich dir die Ballen umwidme, kann ich sie eigentlich gleich da irgendwo abladen, da drinnen. Könntest du sie eigentlich gleich auch abladen, ja? Oder du ladest sie am besten da ab. Weil den Eingang verwende ich nicht. Und dann kann ich es mir auch selber reinfahren. Gut, dann gehen wir hier die Runde. Hier haben wir auf der linken Seite zwei Silage-Stilos dann. Dann hier haben wir Schüttgut-Silos. Also irgendwas noch zwischenlagern muss. Noch drei Garagen. Hier ist der Abladepoint. Also der Transferierpoint bei mir. Ah, okay. Ah, den. Ah, okay. Das heißt, der muss. Der kann auch Gras und so sein. Was meinst du? Na, weil da Gras ist und nicht Beton oder so. Ja, beim letzten Mal auch das Feld, einfach. Stimmt, war ja das Feld, war ja auch. Ja, hier noch eine Gerätehalle. Ja, hier ist dann noch ein Saatgut-Silo. Saatgut gelagert wird. Und dann kommen wir zum interessanten Teil. Um das geht's ja eigentlich. Fast. Fast. Momentan, es sind vier Ställe. Jeder Stall kann 500 Kühe beherbergen. Momentan ist jetzt nur der am Laufen. Sind das die richtig teuren? Die 1,2 Mille? Es gibt einen Stall um 1,2 Mille? Nein, also da kostet der Stall 700 irgendwas. Ja. Momentan sind hier 10 Kühe drin. Und auf dem wird jetzt dann aufgebaut. Im Endeffekt ist das Ziel dann 2000 Kühe zu haben. Auf diesen vier Stellen aufgeteilt. Ah, das heißt, wenn die mal halbwegs welche haben, gibst welche rüber dann. Genau. Ich fange mit dem an und dann schippe ich immer rüber. Dass alle rennen. Aus, da ist Stroh. Na, das ist Heu, Stroh und Silage. Ah, da ist der Lasch, okay. Und da auf der Ecke ist dann noch Mineralfutter. Ah, okay. Genau. Kühe habe ich ehrlich auch noch nie gemacht, weißt du das? Ja, Kühe ist mein Lieblings irgendwie. Ja, das sind also die Fische. Überall ist mag. Ja, aber Schafe habe ich so viel schon gemacht. Und ich finde, Schafe sind nicht so anfordernd, weißt du, mein Mann. Also, ja, du sagst eigentlich nur Grasballen machen und haust du die Grasballen hin. Ende. Stimmt. Das schaut auch geil aus mit diesem Wildwuchs da. Ja, den Wald, man kann es wegbekommen. Also, da sind mir eh einen Streifen, habe ich wegbekommen. Dann habe ich mir aber wieder gedacht, kann man eigentlich auch lassen. Irgendwie so verdreckt, verwurzelt. Ruhe. Ja. Ja.
Genau, das war's im Großen. Da habe ich dann links noch ein Palettenlager. Das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Sollte ich irgendwann mal Käse oder irgendwas produzieren. Nice. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Okay. Warte, ich spawne mal kurz weg, weil der Pressure hängt. Hemmenhänger. Ja, das Ganze gilt jetzt abzubezahlen. Wie viel hast du jetzt? Schulden? 3 Millionen circa. Wie viel? 3 Millionen. Wow. Ohne jetzt den Fahrzeugen gerechnet. Mit den Fahrzeugen komme ich sicher auf 5 oder 6. Na gut, dann schauen wir mal, ob ich mal gemerkt habe, den Punkt. So. Ich fahre jetzt auch gleich zu dir rüber mit. Boah, da habe ich mir gerade einen flottesten Traktor geholt. Ich hoffe, das geht auch, dass ich dir das so gebe. Boah, da hänge ich schon. Ich glaube, da wäre ich über die andere Einfahrt besser gewesen. Ach so, ja, das kannst du da hinten abladen, warte mal. Aber da tut man. Schade. Folgen Sie mir unauffällig. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten stören mich noch, schaut nicht so gut aus. Muss ich noch ein bisschen ändern. Und ja, ein bisschen Geld muss noch reinfließen ins Ganze, aber. Ich finde das halt cool. Sieh! Den Weg habe ich mir zum Beispiel absichtlich im Nachhinein noch reingebaut. Das ist der, was du eigentlich gesagt hast, den willst du. Okay. Aber der Gedanke war halt ein bisschen ein anderer. Weil ich habe gesehen. Man kann hier jetzt von hier aus, wenn man hier so weiter oben fährt, rechts urgeil in den Stall reinschauen. Ja, und außerdem habe ich dann hinteren auch eine Ausfahrt. Da auf der linken Seite zum Beispiel eben werde ich dann so Ballen lagern auch noch und da auf der linken Seite kannst du das Holz dann auf das Feld lagern da. Also da wo ist das. Ich muss dir das umwidmen. Holz brauchst du nicht umwidmen. Holz hat keinen Besitzer. Okay. Ich konnte zum Beispiel dann einen Baum am Straßenrand nicht fällen. Ja, weil der nicht dir gehört, ja, weil das der Grund nicht dir gehört. Das heißt, wo willst du Holz hin haben? Einfach da aufs Feld, was da hinten das Abgeerntete. Habe ich das Ganze. Ach so, das Abgeerntete da. Ja. Okay, nicht hier, wo ich stehe. Habe ich das ganze Zeug hin. Hoffentlich siehst du das dann braun auf Baum. Hälfte. Aber okay. Da geradeaus ist auch ein Zaun, gell? Das ist eingezäunt. Das ist eingezäunt, ja. Bam! Nein, leider. Hoffentlich seid das die Versicherung. Ich habe mir gedacht, du lässt mich vorfahren, weil du nicht klar bist. Ich habe gewartet, eben bis du umdrehst, deswegen. Ach so, sorry. Kannst mich hier überholen. Ich bin eh langsamer. Ah, da kann ich wieder mal Gras macht. Oder was auch immer. Der Traktor ist geil, wenn er mal fahrt, dann fahrt er. Das ist bei den meisten Oldtimer immer so. Ja, was cool ist, ist diese versetzte Anlaufzeit.
Wenn ich entladen ist, läuft das Knädel auch weiter, Alter. Warte. Also ich kurz. Dann laden wir es. So schön, dass man nichts überholen kann. Sorry. Was heißt bei deinem Hof Treffpunkt oder wo? Fangen wir gleich da an, da sind die Felder näher. Ah, da gibt's, da hast du auch Felder? Mhm. Hab ich gar nicht gewusst. Alter. Ah, oh ja, das neben mir, ja, stimmt, das ist 100 Dings. 102, 100, 306 mittlerweile. Na gut, die BGA da oben gehört auch jetzt mir. Ah, okay. Bei BGA ist, kann man Silage reinhauen, gell? Ja, Silage, Gülle, Hackschüssel. Und zahlt sich das aus? Ist das dann mehr wert als Silage? Was ja, ja, sicher. Weil du kriegst ja, erstens einmal kriegst du Strom raus und du kriegst ja auch noch Gärreste raus. Boah, damit habe ich mir gerade den Traktor mit dem meisten Lichtkohle, oder? Bist deppert. Wo fahren wir jetzt hin? Ich glaube da. Ah nein, das ist nicht mein Feld. Boah, das ist geil Licht jetzt. Wüste deppert. Also, wenn es geht, hier die Bäume weg. Wobei die stören nicht. Ich glaube, die stören nicht. Ich glaube, da weiter oben. Kannst du dort bleiben? Auf jeden Fall alle Bäume hier zum anderen Feld rüber, weißt du, da entlang runter. Wow. Ja? Okay. Da ganz runter das alles. Da die ganzen Bäume. Die Büsche auch oder nur wie ich die Bäume? Nur die Bäume, die Büsche stören nicht, da fahr da drüber. Okay. Nein, nicht über jeden. Nein? Nein. Es gibt auch Büsche, da bleiben sie hängen. Okay, dann die Büsche bitte. Auch. Sicherheitshalber. Von dem habe ich mehr Licht. Ich denke mal, der wird nicht weggehen. Wenn er weggeht, dann wäre es nice. Ich glaube, die sterben da fast nicht, aber der eine vielleicht, wenn er weggeht. Da das eine Feld da, das mache ich dann auch, da mache ich auch, wo du jetzt gerade stehst, das werde ich mir auch holen. Und da werde ich dann auch so hinmachen. Für Ballen so ein. Mhm. Also wenn es geht, hier die... ja, die wächst sich jetzt aber. Die Bäume. Da rechts. Rechts? Rechts, ja. Rechts entlang rauf. Stehen bleiben. Dann hier diese Bäume. Mhm. Auf der anderen Seite PC, ja.
Da die Bäume. Das andere habe ich jetzt nicht abgeerntet, aber immer auch immer zwischen Feld 12, 112, 113, 114. Okay, na, wir müssen das eh Stück für Stück machen, anders wird es eh nicht gehen. Na, ich sag's mal. Dann müssen wir halt das irgendwie systematisch machen, dann musst du mir halt sagen, wann ich mit welchem Feld wo beginnen kann. Ja, kommt davon, wann du Zeit hast. Ja. Ja, sobald, ich kann sobald, wenn sie, das ist ja nur felderweise, das ist ja nicht so viel. Anders schaffe ich dann, das kann ich dann einschieben, dass ich das sag. Mach das. Ja, musst sagen, weil. Wegen einem Armbauen halt, weißt du? Ja, ich kann jederzeit dann beginnen. Also. Ich meine, die Felder werden jetzt systematisch abgeerntet. Muss ich aber noch eins schauen. Kurz beim Grasfeld. Ich werde wieder nochmal fragen, weil ich glaube, alles habe ich mir eh nicht gemerkt. Ja. Ja. Wichtig ist immer zwischen den Feldern auf jeden Fall. Wenn dann irgendwas vereinzelt ist, kann man ja dann noch sagen. Achso, warum ich fahre falsch? Egal. Boah, ich bin gerade hängen. Okay, der Busch kommt weg, wenn es geht. Also ich bin falsch gefahren, aber zum Grasfeld wollte. Dann gleich am Weg zurück zu dir. Kommt doch mal zu welchem Grasfeld. Bei dem anderen stören mich die Gitter, aber die gehen nicht weg. Da bleibe ich so oder so hängen. Ja, aber du brauchst ja nur den Kurs ein bisschen rüberlegen dann, dass er nicht zu nah an den Gittern fährt. Kann man den doch jetzt rüberlegen? Ich habe nicht gefunden, wo. Ja, im Kurseditor. Da muss ich ihm aber einfahren, oder? Oder kannst du das wirklich ziehen, so wie du gesagt hast? Ja, du kannst wirklich ziehen, wie beim Autodrive kannst du ziehen. Du kannst Wegpunkte löschen, du kannst ziehen machen. Wo macht man das bitte? Noch immer im Kurseditor. Wahrscheinlich keine Bäume weggehen. Okay, ich glaube, das passt aber eh. Weil die Bäume da im Wald, die werden nicht weggehen. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Müsste man testen. Ab und zu bleibt da ein Bäume beim Umdrehen oder so, bleibt da ab und zu hängen bei irgendwelchen Bäumen. Das müsste man testen. Also alles, was da weggeht, ist okay. Ja. Das war's. Aber gut, eigentlich gehört ja das noch zu deinem Grund. Das ist ja dieser Wald, was ich gesagt habe, oder? Ist das, nicht, ist das nicht das Grasfeld, wo da ein Stück Wald dazu gehört? Ja, ich schau mal, wie weit das geht. Ja, genau. Das ist mein. Na, das können wir dann irgendwann zum Schluss machen, weil dann nehme ich den ganzen gleich. Okay. Können wir dann aushandeln. Okay. Ja, wie gesagt, musst man eben sagen, ich glaube, da muss ich dir die Rechte geben, gell? Mhm. Musst du sagen, wann du anfangen willst, weil dann muss ich das auch... Ja, ich kann beim nächsten Mal schon ein bisschen was machen. Dass ich da nichts anbaue oder so. Okay. Ich würde das halt immer klein anfangen, also nicht gleich, dass du... Sehe, wenn man sagt, so eine Reihe mal. Aha. Dann beim nächsten Mal die nächste Reihe oder so. Naja. Was geht ja dann? Theoretisch ist es eigentlich wurscht. Weil du könntest ja notfalls, wenn das Feld gewachsen ist, einfach den Baum rauszahlen, händisch. Ja, aber den Baumstumpf kann ich nicht abschneiden dann. Ah ja, stimmt. Da muss man halt immer sagen, wann du was machst, weil dann kann ich dir sagen was. Dann muss ich dann schauen.
wo was ist noch. Ja, passt dann. Das heißt, sobald ich das nächste Mal plane. Mhm. Okay, super, danke. Dann machen wir 300 geradeaus. Ja, aber es kommt immer darauf an, weißt du? Weil es ist ja so, das sind ja alles Bäume, die sind ja eigentlich nichts wert, ja, also verdienen tue ich dabei gar nichts. Ja, du hast den Wald gesehen, den ich abgeschnitten habe, ja? Mhm. Bei mir das kleine Gebüsch da, das waren 2000 insgesamt, weil das ja kein richtiges Holz zum Verwerten ist, sondern nur so Deko-Bäume, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja, darum sage ich ja, ist er auch. Und so ein Busch, den häcksel ich sowieso dort gleich weg, weißt du? Mhm. Da habe ich dann gar nichts davon. Mhm. Aber ich werde das dort easy machen. Bin halt am überlegen, ob es sich zum Beispiel im Ausland überhaupt die Bäume dann dort mitzunehmen, weißt du, Mann? Oder, weil ich ja eben überlegt habe, ich habe auch schon ein bisschen Wald jetzt, habe ich gesehen, mir nicht das gleich so ein bisschen zum Hackschnitzel machen, so ein Gerät dazu. Mhm. Nehmen das dort halt gleich verarbeiten irgendwo. Aber gut, dann sage ich beim nächsten Mal auf jeden Fall Bescheid. Mhm, danke. Und ich habe das jetzt vorhin getestet. Ja, er bleibt länger damit vorne. Also, es liegt an dem. Du musst wirklich Häcksler und Presse starten. Wenn ich das nicht mache, schaltet sich die Presse bei mir auch nicht an. Was ich gesagt habe. Okay. Also du musst wirklich beides geizig anschalten, dann funktioniert es. Tadellos. Bei mir ist halt das Problem, ich tue ja meinen Controller. Ja? Mhm. Und ich sehe das auch nie ganz. Ja, ich sehe das auch nicht. Anzeigen tust du das eh nicht. Ja, aber wie weiß ich dann, wie ich gleichzeitig anschalte? Ich habe in der Einstellung geschaut, was für Tasten es gibt und was für Möglichkeiten es gibt. Achso. Und nachdem ich ja oft mit mehreren Maschinen gleichzeitig arbeite, habe ich das praktisch gefunden für alles ausklappen, alles einfahren. Mhm, ja. Nur bei Mähwerk. Da brauche ich nur eine Taste drücken und alles öffnet sich und dann muss ich hin und her wechseln. Ja. So. Bin ich noch gerade alles am Häckseln, was ich jetzt noch habe?